Der Kampf im Weltergewicht hier bei We Love MMA 58. Der Boxer Seconds out, gegen den Ringer. Aus dem Ring. Seconds out, please. Ring frei zur ersten Runde, First Round. Okay, und die Leitung hat jetzt hier Jay Gökhan aus Wien. Herzlich willkommen aus da mal hin, gell? Ja, klar. Löwer so ein bisschen im Angriff, nach vorn drückt. Versucht die Distanz zu verkürzen. Er muss als kleinerer Mann versuchen, ranzukommen. Ja, die ersten finden. Man tastet sich ab. Ja, alles noch sehr verhalten. Alles noch wirklich großer Abstand zwischen den beiden. Und ja, da ist er explodiert. Schöne Rechte. Guck an. Die hat getroffen. Die hat schon mal etwas Respekt verschafft. Und er wechselt doch schnell die Auslage. Löwer muss steuern, immer mal links, mal rechts vorn. Und da kommt der ganz schnelle, eingetauchte Versuch für den Takedown. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass er als Boxer den Takedown sucht. Ja, es ist, glaube ich, es ist diese Größenverteilung. Da erwartet er, hofft er sich mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, wie übrigens, gut. Hier unten werden die falschen Kämpfer eingeblendet. Ah, das ist noch ein kleiner Patzer, da wird die Technik sicherlich korrigieren. Nur damit es nicht für Verwirrung sorgt. Jetzt haben wir beide Kämpfer am Käfig. Es wird um die bessere Position gerungen. Löwer macht Druck. Ja, da macht sie der kompaktere Körperbau. Jetzt bemerkbar, er kann seinen Gegner da gut schieben. Auch da als Knieeinsatz wiederum von Badulajew. Er versucht nach wie vor Druck auszuüben, hält seinen Gegner am Käfig fest. Und jetzt sind sie beide am Ringen. Schau an, aber fast mühelos dreht er ihn da rein. Mit dem Rücken zum Zaun. Jetzt bin ich halt gespannt, ob sich der Ringer-Background da bemerkbar macht. Ob das so schlau war von Löwer. Sich darf die. Oh, super durchgerollt. Sehr schön geworfen. Super Aktion. Und jetzt natürlich auch in der Side Control. Das macht Eindruck auf den Punktezetteln. Hat seinen Gegner unter Kontrolle. Er muss natürlich jetzt versuchen, Punkte zu sammeln. Schiebt ihn weg da, drückt sich extra noch ab. Gewinnt jetzt die Rücke und da kommt der Konter. Oh, das war sehr schön gekontert. Das ist halt immer das Risiko, wenn du versuchst, die Position zu wechseln. Gerade beim Positionwechsel bieten sich immer die Möglichkeiten, wo ich kontern kann. Und das ist natürlich jetzt perfekt ausgenutzt worden. Zeit sollte gleich rum sein. Jetzt haben wir auch die richtige Namenseinblendung. Nayarbek Badulajew. Ja, aber ein schöner Konter von ihm. Ja, das Geschehen jetzt bestimmt. Aber ich denke doch, dass die erste Runde an Löwer ging. Durch den Wurf und durch die harte Rechte, die wir am Anfang gesehen haben. Mal ab. Noch ist ja nicht Schluss hier, ne? Ja, jetzt setzt er nämlich nach. Also die Kontrolle, die mich jetzt hat, längere Zeit nämlich schon Badulajew. Das stimmt. Er kann jetzt noch mal die Runde an sich reißen. Müsste jetzt vielleicht noch ein bisschen was arbeiten, noch ein bisschen was zeigen. Ein bisschen Ground and Pound noch machen, damit die Punktrichter sagen, jawohl, jetzt pendelt wirklich ganz klar die Entscheidung. Ja, ich gebe dir recht, er kann die Runde noch retten. Und gerade was zum Schluss passiert, das bleibt ja auch noch bei den Köpfen der Kampfrichter drin. Ja, es ist nicht nur der erste, es ist vor allem auch mal so der abschließende Eindruck. Ja, das versucht das mit dem Ellbogen. So, Löwer macht es aber auch geschickt, lässt ihn gar nicht groß was aufbauen. Ja, aber er muss jetzt vom Boden wegkommen, sonst verliert er die Runde. Und das trotz der starken Aktionen, die er hatte. Trotz der starken Rechten, trotz des Superwurfs. Wenn er jetzt zu lange in der Rückenlage bleibt und zu viel Schaden nimmt, dann geht die Runde an Badulajew. Also diese eingangs erwähnte Rechte, die gesessen hat, auch der Takedown, den er geschafft hat, dieser Wurf, dieses Durchrollen. Ich glaube, das hat sich mittlerweile schon aufgehoben. Also es ist, denke ich, jetzt gleich auf, wenn nicht sogar immer mehr neigt sich das Ganze. Weil er jetzt auch hier sich die Rückenposition hat, weil er einfach arbeitet, weil er nämlich Schläge macht für Nayarbek Badulajew.
Ja, und er dominiert ihn, er hält ihn komplett weg. Ja, im zweiten Teil dieser Runde hat er jetzt wirklich nochmal für sich stark punkten können. Und hat der Löwe extrem stark unter Druck gesetzt, gerade mit dem Ground and Pound. Ende der ersten Runde. Ärgerlich, ärgerlich für Löwe, der gut angefangen hat, der die Momente auf seiner Seite hatte und dann aber zum Ende der Runde hin am Boden dominiert wurde. Ja, er konnte es nicht nutzen, er konnte keinen weiteren Vorteil daraus schlagen. Da sah es noch so aus, als wenn er das Ding ganz schnell vielleicht finishen kann. Und dann wurde er richtig schön locker über den Rücken abgleitend abgeworfen. Ja, aber ab dem Moment war dann nur noch Badulajew der Mann, der die Aktion da sieht man, hat. Wie schnell im MMA sich das Blatt wenden kann, weil du so viele Optionen hast, du hast so viele Möglichkeiten. Und dann versuchst du, den Hebel, die Umklammerung, den Würgegriff anzusetzen, wirst ausgekontert. Ja, und vor allem gerade im Bodenkampf. Beide Seiten, Seconds out, please. Ja. Was viele ja nicht so kennen, was er am Anfang vielleicht so ein bisschen missbilligend betrachten muss, dann heißt, ja, aber die machen am Boden weiter, die schlagen sogar. Aber das ist Reglement und da ist auch klar festgelegt, was die Kämpfer alles dürfen. Und macht das Ganze so spektakulär, dass sich ein Kampf in so einem Moment so schnell wenden kann durch eine Aktion. Aber wir haben jetzt eine spannende zweite Runde vor Applaus, uns. Applaus, Leute, Applaus. Ringfrei zur zweiten Runde. Ja, der junge Mann aus Düsseldorf, der braucht jetzt gleich ein bisschen Unterstützung. Und der andere drüben. Die sind beide heiß, die wollen es wissen. Da geht noch was, da geht noch was. Ich bin gespannt auf diese zweite Runde. Schau an, und jetzt setzt nämlich der größer Gewachsene an zum Takedown-Versuch. War fast zu erwarten, weil er hat ja zum Ende der Runde gesehen, wie gut er damit punkten kann, wie sicher er am Boden seinen Gegner kontrollieren konnte. Und jetzt versucht er halt, diese Position wiederzufinden. Aber Löwe wehrt sich, lässt sich jetzt nicht schnell zu Boden bringen. Aber jetzt ist er natürlich wieder in der ungünstigen Position. War leider keine lange, sehr erfolgreiche Gegenwehr. Jetzt schließt sich praktisch der Kreis. Da, wo die erste Runde aufgehört hat, befinden wir uns jetzt hier in der zweiten Runde. Und Löwe ist der Athlet, der Sportler, der in der Rückenlage ist. Der muss jetzt versuchen, aber da wegzukommen. An. Ansatz, da war, ein ja, da war fast der Griff drin. Und dann hätte er nämlich die Würgetechnik ansetzen können. Löwe am Steuern. Jetzt muss er erst mal verteidigen. Hartes Ground and Pound. Und wieder die Rückenposition. Da gibt er gibt zu schnell. Badulajew macht jetzt hartes Ground and Pound. Das setzt Löwe zu und er wird nicht mehr lange sich so verteidigen können. Jetzt direkt vor uns sieht man, was für ein Druck ausgeübt wird. Was da für eine Kraft wirkt, wenn der Gegner dir im Rücken hängt sozusagen. Ja, Gewicht hängt drauf. Schwere Rechte zum Kopf. Er schlägt zwar immer auf die Deckung, aber das hinterlässt jetzt Wirkung. So, Cihan Gökçek geht schon leicht runter, guckt genau. Noch ist Löwe Misdoyan da, aber er muss jetzt mehr aktiv verteidigen. Badulajew versucht natürlich jetzt den Kampf nach Hause zu bringen. Wenn er es jetzt noch schafft, überzusteigen. Ganz gefährliche Situation für den 21-jährigen Löwe. Ja, das war schon fast angstvolles Wegdrehen, weil er gewusst hat, wenn ich jetzt nicht noch irgendwas mache, dann schlägt es richtig ein. Und das ist die Situation, in der willst du als Kämpfer nicht landen. Auf dem Boden, in Bauchposition, ja. Dein Gegner im Rücken. So, was haben wir da? Griff ist drin. Der sitzt sehr gut aus. Aber Löwe kämpft. Er rutscht drüber übers Kinn. Hier kann man jetzt gut sehen, wie mit den Beinen der Körper blockiert wird. Löwe ist noch mal rausgekommen, das hat er gut gemacht. Aber Badulajew ist immer noch in der Oberlage. Immer nach, der gibt überhaupt nicht auf. Stretcht ihn jetzt aus. So, Löwe bringt sich wieder so ein bisschen hoch. Aber diese Turtle-Position, das ist auf Dauer gar nichts. Es sind viele harte Schläge, die Löwe jetzt einsteckt. Und er muss aus dieser Position raus. Und Badulajew, man sieht, mit seiner Linken hält er die Linke weg von Löwe, dass er sich da nicht abstützen kann. Und somit hat er keine große Möglichkeit, er kann sie nicht aufrichten. Die Rechte kann er nur zum Decken nehmen. Ja. Jetzt kommt schon die Ansage vom Kampfrichter, dass Löwe was machen muss. Er muss die Position verändern. Das war's. Zweite Runde. Lange dominante Phase von Meyerbeck, Badulajew. Den Gegner noch umarmen, noch einen Kuss auf die Stirn gedrückt. Danke nochmal gesagt für den Kampf.
den Kampf mit klassischem Ground and Pound nach Hause gebracht. Es war eine schwere Situation für Löwer. Es ist schwierig, aus dieser Position rauszukommen. Wenn du jemanden hast, der sich im Bodenkampf auskennt, wenn der einmal bei dir im Rücken sitzt, dich umklammert, das heißt mit den Füßen die richtige Position gefunden hat und dann noch mit harten Schlägen dir zusetzt, da verzweifelt nicht nur ein junger Kämpfer mit 21 Jahren, sondern auch alte Haudegen gehen da schon mal einer Niederlage entgegen. Er wird getröstet. Der Mann hier aus Düsseldorf vom UFD-Gym. Ja, schade, er hat gute Ansätze gehabt. Er hat zwei wunderschöne Aktionen gehabt in der ersten Runde. Aber das reicht natürlich nicht, um so einen Kampf nach Hause zu bringen, um so einen Kampf zu gewinnen. Sein Gegner hat die nötige Erfahrung, um so einen Kampf nochmal zu drehen. Hat Ende der ersten Runde erkannt, wo kann ich meinen Gegner fassen, was kann ich machen. Und hat es in der zweiten Runde perfekt umgesetzt, hat den Kampf am Boden gesucht, konnte seinen Gegner am Boden festlegen und hat dann mit harten Schlägen nach und nach Punkte gesammelt und natürlich seinen Gegner. Meine Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, die öfter bei uns sind, kennen das möglicherweise schon, die neu sind, sind eingeladen, Teil einer Gemeinschaft zu werden. Wenn ein Kampf gut ist, applaudiert man den Kämpfen, aber wenn der so richtig gut war, also so richtig, richtig gut, applaudiert man bei uns bei Bielef MMA im Stehen. Das ist natürlich nur ein Vorschlag, das ist Ihre Entscheidung. Aber ich denke, Standing Ovations wären mehr als verdient für den Kampf. Meyerbeck bei Nulalev, Mr. Löwer. Dann muss man gar nicht lange auffordern. Da ist das Publikum in Düsseldorf auf jeden Fall bereit, hochzugehen von den Stühlen und zu applaudieren. Ladies and Gentlemen, das offizielle Urteil. Wir haben ein Referee-Stoppage in der zweiten Runde. Der Sieg geht an den Mann vom Spitfire Gym aus Berlin, Meyerbeck bei Nulayev. Da jetzt nicht zu meckern, würde der Berliner sagen, als höchste Form des Lobes in der Hauptstadt.